Hi Leute, willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich mache jetzt mal so einen Weekly Vlog. So Leute, wir haben uns jetzt hier einen Ort gesucht. Wir sitzen jetzt hier irgendwo im Nirgendwo mit Lamia. Das sind unsere Snacks, Kirschen, Weintrauben, Gummibärchen, ein bisschen trinken. Und wir fangen jetzt an zu lesen. Es fängt halt gerade an zu regnen. Also noch fizzelt es eigentlich nur. Aber auf meiner Wetter-App steht, dass es gleich hier im Kreis eine Gewitterwarnung. Also es ist irgendwie eine Gewitterwarnung da. Keine Ahnung, ob es uns betrifft hier, weil das war schon mal so, aber das war dann nicht bei uns. Und ich befürchte, also ich denke wirklich, dass es gleich wieder aufhört zu regnen, wenn wir zu Hause sind, weil wir fahren jetzt wieder nach Hause. Wir wollen nämlich nicht, dass unsere schönen Bücher nass werden. Deswegen lesen wir zu Hause weiter, vielleicht auf der Terrasse oder in meinem Zimmer. Müssen wir jetzt mal gucken, aber es ist echt ärgerlich, ne? Ja. Egal, dann machen wir es einfach morgen nochmal. Hallo. Wir haben heute Mittwoch. Heute ist mein letzter Schultag. Ich gehe heute meine Zeugnisse. Ich bin mega froh, dass ich jetzt alle nicht mehr 6 Wochen sehen muss und dass ich frei habe. Ich mache mir jetzt einfach so einen Basic-Zopf. Heute einfach. Also gerade vor 2 Minuten einfach meine Tage bekommen. Ich habe sehr dolle Unterleibschmerzen. Richtig super. Wir frühstücken nämlich gleich alle zusammen. Deswegen habe ich mir hier so 2 Brote einfach gemacht. Und nehme gleich noch was zu trinken mit. Und das genügt auch. Leute, ich habe so gute Laune. Ich habe gerade mein Zeugnis bekommen. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal alles. Hier ist mein Zeugnis! Erstens, was ich euch jetzt sagen werde, der Lehrer hat am Anfang gesagt, ich habe für 2 Leute eine Überraschung, die sich am meisten freuen werden. Und ich dachte mir eigentlich nichts dabei. Und als er dann mein Zeugnis gegeben hat, hat er zu mir gesagt, du bist diejenige, für die ich eine Überraschung habe. Ich dachte mir so, was kommt jetzt? Und er gibt mir das Zeugnis. Er sagt, deine Noten sind super. Und dass ich einfach mein Q habe. Das heißt, ich könnte einfach Abi machen. Und so weit stand ich noch nie. Ich hatte noch nie so ein gutes Zeugnis. Er meint selber zu mir, dass das seit langem, langem mein bestes Zeugnis ist. Letztes Zeugnis hatte ich ja 7 Vieren. Und jetzt habe ich nur noch eine. Ich habe mich einfach so verbessert. Er meint zu mir, ich habe den größten Sprung gemacht. Ich habe mich riesig verbessert. Ich meine, 6 Vieren zu haben und jede 4 zu einer 3 zu machen in einem halben Jahr. Das ist schon echt eine Kunst. Ich bin einfach so froh, Leute. Ich bin so stolz auf mich. Ich lese euch das jetzt mal vor. Deutsch, Englisch, Mathe. Nee. Deutsch 3, Englisch 3, Mathe 2, Physik 3, Chemie 3, GL leider eine 4. Das ist meine einzige 4. AW 3, Religion 3, Sport und Musik beides eine 2, Technik eine 3 und Spanisch eine 3. Leute, seitdem ich Spanisch habe, habe ich nur 4. Und ich habe einfach jetzt eine 3. Auch wenn sich das jetzt anhört, nur 3. Leute, das ist wirklich so ein gutes Zeugnis. Und als er mir dann gesagt hat, dass ich einfach ein Q habe und Abi machen konnte, dachte ich mir so, Jordan, du hast es einfach geschafft. Ich war noch nie in meinem Leben so stolz auf mein Zeugnis. Weil meine Zeugnisse sahen wirklich immer nur aus 4 und 3. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Wir waren jetzt kurz beim Burger King, weil wir noch nichts zu essen hatten. Ich habe mir Pommes geholt im Menü und so einen Bacon-Burger und eine Cola. Die ist aber da. Ich bin mal richtig gespannt. Ich habe noch nie irgendeinen Burger bei Burger King probiert. Aber der sah lecker aus. Zippi-duppi. Ich probiere das jetzt. Bei mir kam jetzt ein Paket an, also eigentlich schon heute Mittag. Und das packe ich jetzt mal aus, weil das ist für mein Pandora-Armband. Hier sind meine Charms drin. Oh, ups. Einmal habe ich mir hier so einen Charm geholt. So sieht das aus. Das ist halt eine Hantel in so einem Herz für Gym, weil ich liebe Gym. Also das hat auch eine Bedeutung. Und dann habe ich hier einmal so eins geholt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Ich zeige es euch gleich nochmal. Mit so rosanen Blumen. Hat keine Bedeutung. Ich fand das einfach richtig süß. Und ich möchte mein Armband halt so silber-rosa haben. Deswegen fange ich jetzt schon mal an mit so rosanen Details. Die sind sehr cute und ich packe die jetzt mal aus.
Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich habe mich heute ein bisschen stärker geschminkt. Also eigentlich meine Lippen, deswegen sieht es stärker aus. Aber ich gehe jetzt mit Mikro raus. Wir haben, glaube ich, 5:30 und wir gehen jetzt ein Eis essen. Ich habe den ganzen Tag über gelesen und hab beim Gym. Das war's. Jetzt gehe ich raus. Wir haben heute Montag. Ich war gerade ins Gym, schon bereit, Tasche gepackt. Ich wollte schon rausgehen. Auf einmal sehe ich, dass mein Kennzeichen von meinem E-Scooter ab ist. Es hing nur noch an einer Schraube. Es war unten locker, aber ich habe immer darauf geachtet, dass es nicht abfällt. Und es ist nie abgefallen. Und auch als ich dort angekommen bin, war es noch dran. Und jetzt ist es einfach weg. Leute, jetzt muss ich die ganzen nächsten Tage erstmal mit einem Dings fahren. Wie heißt das? Mit einem Bus. Ich muss das ganze Gerüst auch neu bestellen, weil dieses, das ist ja nicht nur der Sticker, sondern auch dieses Gerüst, was weg ist. Also, ja, läuft auf jeden Fall schon mal mega. Ich war duschen und ich war nicht im Gym. Ich hatte nämlich echt keine Lust, mit dem Bus zu fahren. Da kommt auch richtig doof. Also, ich hätte nur eine Stunde im Gym, ein bisschen weniger. Und ja, ich ärgere mich einfach so krass, dass mein E-Scooter-Dings weg ist, weil... Wie zum Teufel ist das passiert? Das kann ich mir nicht erklären. Ich habe immer aufgepasst, dass es nicht abfällt. Ja, jetzt muss ich gucken, was ich mache. Ich kann jetzt erstmal etwas warten, bis dann mein neues Kennzeichen angekommen ist. Das heißt, ich kann jetzt wahrscheinlich ungefähr eine Woche nicht irgendwo hingehen mit dem E-Scooter. Ich muss jetzt immer Bus fahren. Ich habe mich jetzt etwas fertig gemacht. Ich habe mich heute mal so geschminkt, wie ich mich früher immer geschminkt habe. Ich dachte, mein Hund kommt hier mit dem Highlighter. Ich finde das eigentlich ganz schön, deswegen habe ich es heute wieder gemacht. Und ja, ich bin gerade alleine zu Hause. Die sind nämlich ins Kino gefahren, aber ich hatte irgendwie nicht so viel Lust. Ich bin richtig lost. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, weil ich nirgendwo was machen kann, außer ich fahre halt mit dem Bus und darauf habe ich keine Lust. Deswegen hocke ich hier zu Hause fest. Wir haben jetzt 13:30 Uhr. Ich bin echt müde irgendwie, aber ich will keinen Mittagsschlaf machen, weil dann ruiniere ich wieder meine ganzen Haare und mein Make-up. Ja. Ich glaube, ich mache mir jetzt was Kleines zum Snacken. Und dann wollte ich eigentlich heute mit Mikro was machen. Irgendwie spontan. Mal gucken, was. Übrigens habe ich jetzt meinen Reading-Vlog fertig gemacht. Also ich habe das Buch ja fertig gelesen gestern Abend. Und ich muss sagen, es war echt richtig, richtig gut. Und ich brauche aber nach dem Buch irgendwas Lockeres, Ruhiges, weil das war schon echt, das hat mich schon echt mitgenommen. Deswegen brauche ich ein lockeres Buch, aber ja. So Leute, wir sind ein bisschen unterwegs. Wir holen jetzt noch ein paar Sachen fürs Mittagessen. Wir warten aber hier im Auto. Und mir geht es richtig doof. Ich habe überall Schmerzen, wo man Schmerzen haben kann. Ich habe Magenschmerzen, ich bin so am Schwitzen und ich habe so Rückenschmerzen von meiner Periode. Das ist so, so schlimm heute. Also heute ist so eine Gewitterwarnung. Es soll irgendwie stürmen und gewittern und regnen. Und es soll ab jetzt anfangen. Also es regnet auch gerade. Und bis 4 Uhr nachts soll es jetzt durchregnen und es soll immer mehr werden. Und dann auch heute Abend gewittern. Also heute ist nicht so ein sommerlicher Tag, aber ich glaube, der Regen tut uns allen ganz gut. Und ich finde, das ist ja immer so gemütlich, wenn man dann so im Bett liegt, mit offenem Fenster, die Regengeräusche hört. Ich liebe das. Hello, wir haben heute Dienstag und wir haben gerade 14 Uhr. Ich habe mich jetzt nicht wirklich fertig gemacht. Ich habe eigentlich nur mich eingecremt und meine Augenbrauen gezupft und hier meine Babyhaare weggemacht. Mein Outfit muss ich auch gleich unbedingt ändern. Ich sehe nämlich gerade so aus. Ja, meine Mutter hat mich jetzt spontan gefragt, ob ich mit ihr zu einem DM möchte, weil ihr langweilig ist und mir ist auch langweilig. Deswegen gehen wir jetzt zu einem DM. Eigentlich möchte ich nichts Besonderes holen. Vielleicht mal wieder eine Gesichtsmaske. So. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe nichts gekauft, aber dafür gibt es jetzt einen Taste. Und zwar hat meine Mutter mir gerade einen Shake gemacht. Wir waren nämlich noch bei Edeka. Da gibt es so eine Fitness-Ecke. Und da haben wir ein Proteinpulver geholt mit Schokobon-Geschmack. Und das probiere ich jetzt. Wir haben das aber mit Wasser gemacht, damit man die Kalorien spart. Ne? Und mit Eiswürfeln. Also erst wie so ein Eiskaffee. Also halt mit Proteinpulver. Ne? Ich bin jetzt mal echt gespannt.
Ich bin enttäuscht. Ich wollte eigentlich gerade schlafen, aber das lasse ich jetzt doch. Ich mache jetzt meine Lampe auf Pink. Übrigens fragen mich richtig viele, woher die Lampe ist. Warte, ich zeige es euch, wenn es dunkel ist. Voll viele fragen mich auch, wie viel die Lampe kostet. Also so sieht die Lampe aus. Die ist von Ikea und die kostet wirklich nur 5 Euro. Also das Gestell. Die Glühbirne war ein anderes Thema. Die, weil die bunt ist, hat die, glaube ich, 20 Euro gekostet. Also die war echt teuer. Die kann man, glaube ich, auch einfach bei Teddy kaufen oder so. Ich lese jetzt. Eigentlich wollte ich nichts anderes lesen, weil... wie heißt es? Wir haben heute Dienstag und ich würde gerne bis Freitag, wenn ich jetzt eins angefangen hätte, das bis Freitag fertig haben wollen, weil ich Freitag richtig dick shoppen gehe und wenn ich dann neue Bücher kaufe, dann würde ich gerne direkt das Buch lesen, deswegen, ja, aber ich glaube, ich sitze mich da jetzt dran, aber es hat schon echt viele, obwohl so viele Seiten hat es jetzt auch nicht, 400 Seiten. Ich bin zurück vom Kino, wir haben jetzt 22 Uhr, der Film geht eigentlich relativ lang. Von 19.10 Uhr bis 21.35 Uhr. Ich muss mal ein bisschen mal raus beim Abschminken. Wir haben irgendwie so einen Spider-Man-Film geguckt, der so comichaftig ist. Ich glaube, ihr wisst, welchen ich meine. Da gibt es momentan nur einen, der im Kino ist. Ich muss sagen, ich hatte nicht hohe Erwartungen, weil ich ja gar nicht der Spider-Man-Fan bin. Miko liebt das. Aber ich muss sagen, ich fand den Film echt gut. Das Problem ist nur, ich finde es so unangenehm, im Kino auf Klo zu gehen. Und da platzt meine Blase immer, weil ich einfach so viel trinke. Und mittendrin musste ich einfach so auf Toilette. Ich musste die ganze Zeit überkreuzt sitzen, weil ich sonst... Nee. Kennt ihr das, wenn es so drückt? Es tut einfach schon weh. Und das hatte ich. Und ich habe es einfach die ganze Zeit ausgehalten, weil ich nicht... den Mut hatte, da vor allem runterzulaufen. Und ich habe auch immer Angst, dass ich die Treppe runterfliege. Also ganz merkwürdig bei mir. Ja, ich könnte den Film echt empfehlen. Ich fand den echt cool gemacht. Jetzt schwinge ich mich gerade ab. Ich möchte nämlich mich jetzt einfach ins Bett legen, weil heute bin ich schon den ganzen Tag so müde. Und morgen steht sogar relativ viel wieder an. Ne? Und zwar muss ich morgen ein Geschenk holen gehen für meine Freundin. Noch ein paar zusätzliche Sachen. Und dann gehe ich später raus, also abends gehe ich raus mit einer Freundin und dann gehe ich zu Miko und schlafe bei Miko. Also es ist ein sehr volles Programm, würde ich behaupten. Wir sind gerade in Lamias Zimmer. Ich habe mich schon fertig gemacht. Ja, Leute, irgendwie, es geht in meinen Videos immer nur ums Fertigmachen. Jetzt machen wir Lamia fertig. Wir gehen nämlich jetzt ein paar Erledigungen besorgen. Ich nehme euch natürlich mit. Lamia sieht so aus. Die hat so ein lilanes Oberteil an und so beige Mom-Jeans. Und jetzt müssen wir nur noch ihre Haare machen, weil... Sollen wir nicht dir heute einen Zopf machen? Boah, deine Haare sind so lang geworden. Aber meine auch, oder? Mhm. Finde ich auch. Sollen wir dir einen Zopf machen? Ja, das machen wir jetzt. Die Kamera ist leer. Und freust du dich? Ja. Weißt du schon, was du heute kaufst oder so? Weißt du, wo es dieses Fortnite-Schminke gibt? Ich glaube, das kann man nur bestellen. Bestellen? Mhm. Ich glaube schon, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, ich muss auf jeden Fall zu Teddy, irgendeinen Euroshop, weil ich nach Post-its gucken muss. Dann zu DM muss ich. DM-Dings. Nochmal vielleicht nach Thalia. Maybe H&M. Rossmann. Und wo muss ich noch hin? Ah, so. Outfit ist an. Ich habe einfach so ein Outfit an. Ich fühle mich nicht wirklich wohl damit, weil ich finde, es gibt mir so ein bisschen ein Vibe, als wäre ich ein Boy. Und ich finde es auch nicht so ästhetisch. Also ich brauche unbedingt neue Klamotten, Leute. Also wirklich. Ich auch. An Hosen. Ja, bei mir hat kein Oberteil und ich habe keine Hosen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich finde meinen Style so schrecklich momentan. Oh mein Gott. Ach, mir ist auch so warm. Zeig mal deine Haare. Alter, ich habe Lamia hier so einen Zopf gemacht. Guck mal bitte, wie lang ihre Haare geworden sind. Voll krass. Also Lamias Fortnite-Schminke gibt es hier nicht, ne? Ja, leider. Doof, ne? Ja. Was ist das? So eine Maske. Das ist auch richtig gut. Warte, wo ist das? Wartet. Eine Creme davon, die ist so gut. Aber die ist echt teuer. Aber
Aber dafür ist sie gut, ne? Dürfte ich das auch benutzen? Das ist halt so ein Serum. Aber das ist zu teuer. Das ist echt teuer für Drogerie. Das sind so Peel-Off-Masken. Die sieht aber cool aus. Die hatte ich früher auch immer. Oh, oder so eine Einhorn. Die ist so Neon. Wir sind gerade bei den Masken. Wir schauen jetzt mal hier. Für meine Freundin wollte ich auf jeden Fall solche hier mitnehmen. Ich glaube, ich nehme die auch von hier mit. Ja. Ich glaub, wie trägt man die auf? Mit einem Pinsel. Das machen wir mit einem Pinsel oder mit der Hand. Also mit dem Finger. Ich würde das lieber mit einem Pinsel machen irgendwie. Ja? Ja. Und Leute, die hier, extra Pinsel. Die hier sind echt sehr, sehr gut. Die sind richtig gut. Ja, ich habe auch so ein Pickeldinger. Ja, ich habe auch so einen Pinsel. So Leute, wir nehmen jetzt hier ein paar Masken mit. 2 für meine Freundin, 1 für mich und 1 für dann Mia. Oh, und ja. So Leute, wir suchen jetzt nach Post-its. Ich war schon in 50 Läden. Die hatten irgendwie keine, die mir gefallen. Weil ich will nicht die aus Pappe, sondern aus, die so durchsichtig sind. Aber ich glaube, die gibt es ja auch nicht. Das ist immer so schwer, die zu finden, weil hier so viel steht. Oh Gott, die sind aber auch schön. Guck, solche will ich nicht, Lamia. Guck, solche nicht. Ach so. Die will ich nicht. Ich will die in durchsichtig haben. Durchsichtig? Also, dass sie so, dass man da halt durchsehen kann, weißt du? Also, dass sie, wenn ich es finde, dann zeige ich es dir. Aber die Frage ist, wo sind die hier? Deutsche. Ah, nee. Oh Gott, ich dachte, ich habe sie gefunden. Aber, ah, da. Wo? Oh, da, die da. Ach, die. Oh ja, oder, Leute? Oder sind die nicht schön? Doch, die sind schön. Ja, oder? Die haben die schönen Farben. Soll ich die nehmen? Ja, die sind voll schön. Okay, dann nehme ich, glaube ich, sogar 2 Stück von denen. Einmal für mich, einmal für sie. Cute. So, ich habe einfach das Beste gefunden. Eine pinke Parkscheiben-Dings, weil die wird 18. Und das ist doch perfekt. Die hat jetzt ihr eigenes Auto. Und jetzt habe ich so ein pinkes Teil. War gut, oder? Das ist ja so schön. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Gleich kriegst du noch was anderes schön für das Auto oder sowas. Ja, ich will eigentlich noch so Snacks holen, dass die so in ihrem Auto so Snacks parat hat. Ich glaube, das ist eine gute Idee, oder? Mhm. Wir schauen jetzt mal. Wir gehen jetzt mal in die Snackabteilung. Da ist die. Lamia ist so süchtig nach diesen Dingern. Die nimmt jetzt so eine riesen Packung mit. 2 Euro. Das kostet nur 2 Euro. Und ich nehme hier die ganzen Sachen mit. Und mein Geschenk wird so toll, oder? So, wir sind zu Hause. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Akku ist leer. Und ich habe diesmal das erste Mal das Gefühl, dass das Video zu lang geht. Ja, aber ich zeige euch jetzt mal, was wir gekauft haben. Wir haben ganz, ganz viele Klamotten, weil Lamia hat wirklich nichts im Schrank. Für Lamia geholt für den Sommer. Wir haben ihr 3 kurze Hosen geholt und ich glaube 5 Oberteile. Also wirklich super. Und es war einfach alles im Sale. Es war so toll. Ja, aber ich zeige euch jetzt mal ganz schnell die Geschenke. Nee, erstmal zeige ich euch, was ich mir geholt habe. Ich habe mir heute so eine Tuchmaske geholt. Dann habe ich mir heute einmal solche Post-its geholt, damit ich was in meinen Büchern markieren kann, wenn da so tolle Stellen drin sind. Und das Highlight. Ignoriere bitte meinen Boden und so. Aber diese Hose habe ich mir geholt. Die wollte ich mir letztes Mal holen für 25 Euro und jetzt war die im Sale für 8 Euro. Ich finde die so schön. Oh mein Gott. Ich hatte mir auch letztes Mal eine bei Zalando bestellt. Die hat, glaube ich, 30 Euro gekostet und die saß so kacke. Hinten saß sie so schlimm, also die sah furchtbar aus. Jetzt kommen wir zu dem Geschenk, was ich meiner Freundin machen will. Und zwar das Hauptgeschenk ist einmal ein Parfüm. Ich schenke ihr so ein Parfüm. Das riecht richtig, richtig gut. So, und das kommt alles dann in so eine Tüte. Richtig süß. Und das Motto ist so mäßig rosa. Außer die Tüte, lol. Aber hier, das ist rosa, das kommt noch in Geschenkpapier. Also das ist ein Geschenk. Dann mache ich in nochmal in Geschenkpapier das hier als zweites Geschenk. Einmal so Pastel, Textmarker und auch die Post-its, weil sie liest auch. Und dann schreibe ich auf das Geschenkpapier, damit du Sachen markieren kannst für deine Bücher. Also das sind so Zusatzsachen für die Bücher. Richtig toll. Dann so für einfach eine Kleinigkeit, 2-mal rosane Augenpads, dann, weil sie 18 wird und ab da dann Auto fahren kann, eine pinke Parkscheibe, so geil. Ich wollte die unbedingt holen für sie, weil ich will es selber wollen, weil die ist einfach pink, deswegen.
Und dann als Snack hier noch solche Herzmarshmallows, die ich da einfach reinlege. Also es wird richtig schön aussehen. Und dann habe ich noch Kaugummis in Pink geholt für sie. Die sind aber in meiner Tasche. So für ihr Auto. Also es sind echt coole Sachen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann nach oben. Insta folgen. Und wir sehen uns in den Kommentaren. Tschüss!